herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Meine lieben Zuschauer, ich möchte gerne meine Kurzlegungen vorstellen. Es ist eine kleine Auswahl meiner Beratungen. Diese könnt ihr haben als Videoberatung auf YouTube oder als WhatsApp-Beratung. Weitere Legungen findet ihr auf meiner Webseite unter www.denderasusannamedici.com. Drei Fragezeichen Orakel am 28. Februar 2019. In den Tagen erscheint mein neuer Newsletter. Diejenigen, die das abonniert haben, sie bekommen das automatisch. Und diejenigen, die da Interesse haben, können selbstverständlich abonnieren. Dieser Abo ist kostenlos, fühlt euch zu nichts verpflichtet. Ihr habt auch Vorteile, weil ihr bekommt jeden Monat Angebote. Meine E-Mail-Adresse ist newsletter@denderasusannamedici.com. Und jetzt zu diesen drei Fragen. Erste Frage ist, was denkt er? Zweite Frage ist, wie fühlt er sich? Dritte Frage ist, was vermittelt er? Die erste Frage war, was denkt er? Und dieses Geheimnis ist hier verborgen. Er möchte gerne etwas in Bewegung setzen. Das hat er vor und er wird das auch tun. Aber er weiß die Richtung nicht. Er muss jetzt klare Entscheidungen treffen. Was sagt sein Gefühl dazu? Ich fühle mich so hin und her gerissen. Ich habe keine Ahnung, wie soll ich mich entscheiden. Bestimme du die Richtung und ich folge dir. Das sagt auch sein Gefühl. Was vermittelt er? Das ist eine fröhliche Anlass oder eine Einladung zu einem Fest oder eine Nachricht und das macht euch glücklich. Die vierte Karte ist eine zusätzliche Botschaft und das zeigt euren Charme, euren Ausstrahlung. Und ihr sollt auch darauf achten. Wir Menschen haben ein Energiefeld. Nicht nur wir Menschen, alles besteht aus Energie. Aber wir sollen auf diesem Energiefeld achten. Dieses Energiefeld kommt von unserem Inneren. Und das besteht aus Denken und Fühlen. Und so wie unsere Gedanken ändert sich, unsere Stimmung ändert sich automatisch dieses Energiefeld. Es ist zwar unsichtbar, dieses Energiefeld, aber das kann man messen. Es existiert wirklich. Und dieses Energiefeld oder Aura hat eine wichtige Funktion. Das ist unsere Anziehungskraft. Und es gibt ein Gesetz. Eine von den hermetischen Gesetzen. Und dieses Gesetz besagt, Gleiche zieht Gleiche an. Probleme ziehen Probleme an. Angst blockiert. Und natürlich, zufrieden zu sein, glücklich zu sein,
zieht solche glücklichen Lebensumstände an, also achtet auf euren Ausstrahlung. Und das war mein 3-Fragezeichen-Orakel. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Seid ihr herzlich willkommen bei diesem kurzen Video, wo ich euch informieren möchte. Ich habe ein super tolles Angebot für euch und dieses Angebot ist gratis. Ihr braucht euch auch nichts verpflichtet fühlen für etwas. Das Thema ist Dualseelen, Dualseelenprozesse. Das, was ich wahrnehme in Praxis, dass viele von euch in diesem Dualseelenprozess drin steckt und ihr weiß nicht, wie das weitergehen soll. Warum ist es so? Das ist mal die erste Frage. Wie kommt ihr davon los? Oder hat es überhaupt einen Sinn in dieser Beziehung bleiben? Was sagt das alles aus? Und dafür habe ich ein Einführungsvideo gemacht, Einführungsvideo zum Verstehen, was das überhaupt ist, duale Seelen und was sagt es auch. Und diese Video werde ich nicht veröffentlichen. Das ist nicht für jede da, das ist nicht für jede geeignet, sondern wirklich für diejenigen, die in diesem Prozess drin sind, wo das wirklich interessiert oder möchten sich etwas verbessern. Und ich bitte euch, wenn ihr in diesem Dualseelenprozess drin seid oder interessiert euch dieses Thema, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratung oder Beratungsvideo jetzt in dem Sinne nichts zu tun. Diese Video ist wirklich kostenlos. Und ich möchte aber nur für diejenigen zugänglich machen, wo da wirklich ernsthafte Interesse zeigen. Und ich freue mich, wenn die Interesse besteht und ihr bekommt dann die Zugangsdaten, ihr bekommt den Link dazu und könnt ihr diese Einführungsvideo, diese Erklärungsvideo dann anschauen. Und damit möchte ich euch weiterhelfen. Ich bedanke mich für die Interesse, ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.